Miss. Es wühlt mich, ich meine, einen so schön auf, wie du den Stier gleich bei den Hörnern packst. Könntest du mich nicht auch bei meinem Horn, ja, er ist so ein bisschen die Emmy von diesem Spiel. Ja, aber er ist noch viel anhänglicher, bei dem könnte ich mir halt gerade vorstellen, dass er irgendwas sagt. Ich finde ihn auch irgendwie... Ich finde ihn creepy. Ja. Also vor allem die Augen. Ja. Ja. Diese Augen. Diese leeren Augen. Ja, das ist so eine Puppe. Ich wette, das ist einfach so einer, der hat Cat infiltriert, weil er sammelt Informationen für Targent oder so eine andere Information. Nee, der ist einfach einer aus dem beim ganz vollen Dorf. Hm. Ja, nee, ja, genau, diese Roboter. Ja. Ja. Ah, also ich glaube wirklich, er ist so einer, er wollte ja eigentlich bloß so ihr Assistent sein und sie braucht eigentlich keine Hilfe, sagte sie ja. Ich glaube, er hat Böses im Schilde und tut nur so, als ob er sie anhimmelt. Ja. Nein, ich glaube. Nein, doch, ich glaube, das bei ihm doch sehr, er ist auf sie fixiert, wahrscheinlich, weil irgendwie er mit Luke verwandt ist und Herschels Tochter und so. Keine Ahnung. Oh nein, einen aber Moment es wird noch. Aber es wird sicherlich kein Zufall gewesen sein. Nein, und er wird sich, ich meine, es kommt mir so vor, als ob die sich vorher noch nicht gekannt haben, bevor er sich freiwillig gemeldet hat. Das aber weiß das, ich das nicht. Weiß man ja nicht, genau. Da ist Böses im Busch. Wo ist Böses im Busch? Wuff ist denn? Nun. Da das unser erster Fall seit der Gründung meiner Detektei ist, mache ich dich lieber erst einmal mit den absoluten Grundlagen vertraut. Ich möchte ganz kurz erklären, wie ich meine Ermittlungen so durchführe. Oh ja, gerne doch, Miss Layton. Wissen wir! Tipp. Okay, aber wir müssen gucken, also es ist alles richtig. Obere Bildschirmlupe, ziehe den Touchpen, das passt, der Text passt zu dem, was angezeigt wird, ja. Ja, richtig. Damit ist die Bewegung gemeint. Bla bla bla. Picken, Steuerungsarten. So, und jetzt ziehe den Touchpen also über den unteren Bildschirm, um die Lupe zu bewegen. Weißt du, was nämlich hier das letzte Mal passiert ist? Da hatte ich versehentlich dort eine Textzeile drin, eine Textpassage, die erst später kam. Und die habe ich jetzt über Nacht noch überschrieben und habe das nochmal alles angepasst. Und jetzt ist die korrekt. Und ich glaube, es dürften eigentlich auch sonst keine weiteren Fehler dabei sein. Zumindest gab es keine Verschiebung der Dateien, weil das erste Rätsel kommt in der Datei recht spät, also die Texte dafür. Und das war ja richtig. Hauptsache es klappt jetzt. Ja, es könnte höchstens sein, dass mal Rätseltexte vertauscht sind. Ich bin gespannt, was da so alles auf uns zukommt. Oh nee. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch, dass ich richtig vernünftige, sorgfältige Arbeit gemacht habe, aber ich kann für nichts garantieren. Ich habe auch mit Skripts gearbeitet, wo ich nicht weiß, ob die auch ihren Dienst so verrichtet haben, wie sie sollten und nicht irgendwo Fehler drin eingeschleust haben. Ich weiß es noch nicht. Hast du eben vorgelesen? Nein. Brauchen wir da ja nicht. Und? Verstanden, wie man ihr schön die Stiefel leckt? Genau, sorry, ich meinte, du bist ja ein Blitzmerker-Nadelstreifen. Das N sieht man noch nicht. Ja, aber ganz ehrlich, stimmt auch. Ja. Er hat ja auch Nadelstreifen. Nee, aber ich meine. Er leckt dir noch den Hut ab. Lecken nicht. Nicht essen. Ja. Nicht gleich auf Essen. Ja. Ja. Also kommen wir gleich zur Sache und beginnen mit unserer Ermittlung. Fangen wir mit der Spitze der Straßenlaterne an, ja? Ja, und was kriegen wir an der Spitze der Straßenlaterne? Hinweismünze! Ja, du hast eine Hinweismünze gefunden! Ja, hallo, da ist ja eine kleine Münze runtergefallen, schau mal! Ja, mach den am besten so schwul. Ja! Der ist wirklich schwul! Der sieht schon so aus, oder? Nee, ganz ehrlich, also ich fress einen Besen, wenn der nicht schwul ist. Ich finde, der spricht generell, also der ist ja auch in den Cutscenes irgendwie so komisch. Also ganz ehrlich, ich fress einen Besen, wenn der nicht schwul ist. Aber er verehrt sie doch. Ja, und verehren ist was anderes. Vielleicht als sexuelles Interesse. Vielleicht geht ja auch Liebe ohne sexuelles Interesse. Der hintergeht sie nur. Okay. Warum? Hast du das ich noch nicht. Du spoilerst mich. Nein, Quatsch. Du hast mich vorhin gespoilert. Womit? Mit den Kleidungen. Ach so, ja. Ja. Was für Kleidungen? Ich wurde gespoilert. Ich weiß nichts von Kleidung. Ja. Für die Zuschauer jetzt hier, ne? Ja.
Weil du spoilerst sie gerade. Entschuldigung. Nein. Also, bla bla bla, Hinweismünze. Okay, wollen wir weiterklicken lassen oder wie? Bla bla bla. Nur benutzen, wenn man sie braucht. Also auf jeden Fall, der Text stimmt und das ist wichtig. Falls ich das also mal veröffentlichen will, diesen Patch dazu. Für Leute, die das überhaupt benutzen können. Was denn? Was denn da? Tutorial. Achso, Tutorial. Eine Weile, bla bla bla. Okay, hier ist unser Koffer. Gezeigt. Da sind Cats Notizen. Da ist Speichern. Wo wurde das gezeigt? Rätselindex. Ah, und da sind die Klamotten. Okay, da Garderobe. Wollen wir das mal probieren? Ja, machen wir gleich. Mein lieber Scholli, Sie haben aber so einiges in Ihrer Tasche. Was, Cat? Schon mal was von Aufräumen gehört? Das ist diese komplett irre Idee, bei der man sich von Dingen trennt, die man nicht mehr braucht. Ja, da ist auch ein kleiner... Oh nein, das hat alles seine Richtigkeit. Der Trick bei einer Handtasche besteht darin, immer zu wissen, wo alles ist und wann man was verwendet. Okay, dann... Hui. So, hier geht's weiter. Ja, Grundlagen. Ach nee, das ist die Stelle, wo es vorhin falsch war. Ja, aber wir sind Grundlagen. Grundlagen. Ja, Blöcke. Glocken sind aber schrecklich hoch über dem Boden, oder? Deine Glocken sind aber schrecklich hoch über dem Boden. Da musst du heranzoomen, Ernest. Bla 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 bla. Heranzoomen. Wir wissen es. Art und Weise. So, Koffer. Nee, erstmal ranzoomen? Oder doch Koffer? Koffer! Garderobe! Was haben wir denn so? Wir haben schon zwei Outfits. Wähle ein Outfit für Catrielle aus und bestätige es mit Umziehen, damit sie sich umzieht. Mit dem Pfeilsymbol zeigt sich Catrielle von allen Seiten. Mit der Lupe kannst du sie auch näher in Augenschein nehmen. Ein Outfit, das Catrielle aktuell trägt, wird mit diesem Etikett gekennzeichnet. Okay, im Verlauf der Geschichte kannst du den Kleiderschrank erweitern. Was haben wir denn hier? Ein schlichtes Oranges. Ohne den Mantel. Ich finde, das ist so irgendwas zwischen Orange und Rot. Das ist rot. Das hat auch einen Orangeton, einen ziemlich dunklen, finde ich. Ist rot. Also ist das jetzt, wer würde das auch als Orange sehen? Als dünkleres Orange? Es ist ein helles Rot. Hast du nicht eine rot-grüne Schwäche? Ja, und? Es ist trotzdem ein helles Rot. Okay, Rot. Danke. Dann ist es für mich halt Orange, weil ich habe eine Orange-Schwäche oder ich habe eine Schwäche für Orange. Also ich finde auch, dass das Umkleidezeichen so einen Orangeton hat. Das Umkleidezeichen? Das Zeichen ja. Aber ist ja auch nicht derselbe Farbton. Also ehrlich gesagt, ich würde es lieber jetzt mit Mantel behalten, weil ich mag das mehr. Okay, ich habe das andere jetzt genommen. Okay. Na gut. Ist ja jeder wie er möchte. Ist ja nicht schlimm oder so. Ja. So, dann gehen wir wieder zurück und tippen mal das Vergrößern Glas an. Ah, das ist klappt ja wirklich. Sieht voll süß aus. Ich weiß nicht, in dem sieht sie so normal aus. Ja, aber auch ohne Hut finde ich sie voll süß. Es stimmt, der kleine Zeiger fehlt wirklich. Ah, aber natürlich haben die anderen Ziffern noch beide Zeiger. Ja, der kleine Zeiger wurde nur auf einer Seite ausgebaut. Die anderen drei wirken unbeschädigt. Oh, dann... Ja, Zinnoberrot, für mich ist es nicht hübsch. Finde ich auch gut. Was ist für dich nicht hübsch? Ja, was jetzt eigentlich? Nur das Zinnoberrote Kleid oder das mit dem Hütchen? Nicht dunkelorange, das ist Zinnoberrot. Dunkelorange. Ja! Zinnoberrot. Dunkelorange. Zinnoberrot. Okay, dunkelorange gegen Zinnoberrot. Nächstes Splatfest steht fest. Nein. Okay, komm. Und dann suchen wir also bloß nach einem kleinen Zeiger. Nach einem kleinen Zeiger. Ja, bei dir in der Hose. Ja, er hat einen kleinen Zeiger in der Hose. Das wär's, wenn einer so einen Teil versucht, in seiner Hose zu verstecken. Was haben Sie denn da drin? Meinen kleinen Zeiger. Der sieht aber ziemlich groß aus für einen kleinen Zeiger. Oh. Oh Mann. Ja, das Rote, das wirkt so langweilig, finde ich auch. Also, ich find's so an sich ziemlich süß. Ich weiß nicht, also ich finde, das ist so eintönig.
Und ich, deswegen mag ich das mit Mantel irgendwie gerade mehr. Aber es ist ja... Bei einer Uhr, die so groß ist wie die im Uhrturm von Big Ben, dürfte selbst der kleine Zeiger schon ganz beachtliche Ausmaße haben. Richtig. Wie in meiner Hose. Wie das? Ja, das ist gut. Das könnten wir als Running Gag einbauen, so wie Emmy damals. Ja. Man kann ihn daher nicht so einfach verschwinden lassen. Also, für alle, die jetzt übrigens noch nicht die Charaktere so kennengelernt haben, das da links ist Ernest, das in der Mitte ist Catriel und das ist Inspektor Hastings auf der rechten Seite. Und Shirl ist ja der Hund. Ja. Also, falls ihr mal nicht lesen könnt, wer da spricht, merkt euch's bitte. Ja. Auch bei allen folgenden Charakteren. Moment, ich suche den Hexadezimalcode für was denn? Ist ja auch egal. Für dunkelorange. Ach so, cool. Dann kann man das nämlich in Bildbearbeitungsprogrammen gleich. Na gut. Natürlich haben wir alles um das Ziffernblatt herum abgesucht. Genau wie alles am Fuß des Turms. Das, folgender Scherz wurde gesponsert vom von Tendocast. Hey Baby, mein Zeiger steht auf 12, wenn ich dich sehe. Mein kleiner Zeiger steht auf 12 Uhr, wenn ich dich sehe. So rum. Ja. Bester Anmachspruch aller Zeiten. Ja. Nach Klopf, Klopf. Ja. Aber der Zeiger scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Keine Sorge, ich zwinge dich nicht dazu. Du kannst es lesen, wie du willst. Das entwickelt sich zunehmend zu einem hochinteressanten Fall. Ein Viertel von London weiß nicht mehr, wie viel Uhr es ist, und du nennst das hochinteressant? Alles klar, jetzt wissen wir, was uns erwartet. Es wird Zeit, dass wir mit unseren Ermittlungen loslegen. Es wird höchste Zeit, vor allem weil... Aber welche Zeit wird es denn jetzt eigentlich? Weil wir sehen ja nicht die Uhrzeit. Ich glaube, es war... Fünf nach zehn. Na, wir können ja die anderen Seiten mal irgendwie angucken. Ja. Ach, da steht... 5 nach 10 sieht gut aus, wenn ich denn... Oder könnte auch... Nee, 9 ist es, glaube ich, nicht wegen dem Winkel. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr 9, ja, eben. Sehen wir gleich hier auch. Wir sollten damit anfangen. Oh, habe ich... Boah, ich weitergeklickt. Wir sollten damit anfangen, dass wir einen Schritt zurück machen und uns das Gesamtbild vergegenwärtigen. Tippe also auf den unteren Bildschirm auf zurück. Okay. Also auf das japanische Wort. Auf das Wort, warte mal. Was ist denn das nochmal für ein, das Doofe ist, ich kenne haufenweise von diesen Katakana und Hiragana, aber eben nicht alle immer. Zurück. Nee, Su, also, Su ist auf jeden, nee, oder So, So? Nee, Su, ich habe echt gerade keine Ahnung. Zumu war das. Das konnte ich mir jetzt eher von was anderem. Ein Orangeton hätte mehr Grün, okay. Wo sollen wir anfangen, Miss Layton? Nun, die Zeit drängt. Wir müssen diesen Fall lösen, bevor Botschafter... Depart Defuné morgen eintrifft. Die Zeit drängt. Anspielung auf Alice im Wunderland. Keine Zeit! Fangen wir damit an, dass wir Inspektor Hastings Mannschaft fragen, was sie bisher in Erfahrung gebracht haben. Ganz recht, warum die Arbeit selbst machen, wenn das auch wer anders übernehmen kann? Unsinn, Shaw. Wir können es uns nur schlichtweg nicht leisten, Zeit auf doppelte Arbeit zu verschwenden. Natürlich. Dann kommt mal mit, ihr beiden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Natürlich. Kann ich denn so sprechen? Och Mann. Vielleicht finde ich ja jemanden, den ich so sprechen kann.
einen alten Menschen, glaube ich. Ich komme, Miss. Also ist er doch nicht schwul. Doch. Wir hoffen es mal. Okay, was hat... Hört ihr an, was Inspektor Hastings zu sagen hat.